Auch immer noch keine neue Nahkampfwaffe gefunden, ne? Bräuchte eine größere Tasche. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht herstellen. Kriege ich nirgendwo her. Ruhig, Leute. Aha. Da habe ich mir doch gedacht, dass hier irgendwo was rumliegt. Nämlich 0,75 Lumpen. Vom Get Me Assholes. Ah ja. Glaube ich, sogar geklappt war. Große Fresse bringt meist niemanden was. AP sind voll. Auch selten das Problem. Oh! Großartig. Bin ich wohl ein bisschen zu vorschnell hinabgestiegen? Ich wollte eigentlich gar nicht. Naja, gut. Gar nicht dunkel wie im Arsch hier. Müssen wir mal gucken, ob es hier nicht noch zwei Eingänge gibt. Tatsache. Wir nur noch die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Dürfte ja nicht so schwer sein. Aber dafür einen Schuss verschwenden. Ah, der war ja so schnell aus meinem Visier raus. Konnte ich ja quasi gar nichts machen. Ist blöd, wenn das passiert. Das ist eigentlich so geplant, dass einer rechts und einer links durch die Tür marschiert. Ja, links lang, Kollege. Hier links, hier bin ich. Geht rechts lang. Souverän gelöst, würde ich sagen. So. Kann ich mir selber mal die Schulter klopfen. Oh, das stinkt. Ich hasse Schämler.
So. Ich meine, ich kann auch ein bisschen was sehen. Ihr könntet auch theoretisch was sehen, aber ich mache trotzdem mal Licht an. Ist ein bisschen angenehmer. Ich kann halt das Licht nicht neu aufladen, ne? Mein kleines Problemchen, was ich habe. weil ich ja ohne Controller spiele, heißt, zum Aufladen der Lampe muss ich den Controller schütteln, kann ich nicht, weil ich ja keinen Controller habe. Ich weiß nicht, womit ich diese Bewegung emulieren soll. Falls es überhaupt geht. Ja gut, ich sage mal so, ich habe natürlich genau die Waffe benutzt. Die Sprengfalle benutzt, die ich nicht direkt wieder craften kann. Wieder das Gadget genommen, was ich nicht direkt nachfüllen kann. Sehr clever, Daniel, wie immer. ...45 Zusätze, na Mensch, was kann man da Tolles machen? Ah. 5 Schuss Schalldämpfer, perfekt. Geht das jetzt auch für den, den ich schon hab? Wäre ja mal ganz interessant. Hier sagt wieder keiner gut gemacht, Daniel, ne? Habe ich richtig was gerissen gerade. Da hat wieder keiner ein nettes Wort übrig für mich. Fame. Famet euch alle. Atmet. Einfach nur meine Paranoia. Perfekt. Fishing for Compliments, ja. Na ja, toll, jetzt finde ich hier das nächste Crafting-Buch. Outdoor Sportsman. In dieser Ausgabe der große Test. 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. 10 Dinge, die Sie vor dem Häuten wissen müssen. Schnäppchenjäger, hier finden Sie fantastische Angebote für Messer, Kameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung. Geil. Aha, Verbesserung der Zielstabilität. Bewege dich beim Zielen schneller, entdecke den Gegner beim Lauschmodus auf größere Distanz. Ja, mhm, aha, mhm. Ah ja. Schauen ja, dass wir bisher den Bogen noch nicht gefunden haben. Die werden wir bestimmt irgendwann der Leiche von Tommy abnehmen. Ha, ha, ha. Kommt er denn her? Wenigstens brechen die scheiß Messer nicht immer wieder ab. Das hast du gut gemacht, Daniel. Dankeschön. Holt mich doch, ihr Wichser. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn geholt haben. Da müssen wir wahrscheinlich dann weiter, falls wir da überhaupt hochkommen. Ja, ist ja gut, dass hier noch alles voll infiziert ist. Das ist ja ein Träumchen. Von da sind wir durchgekommen, ne? Da würde ja nochmal die Crafting Bench sein. Ich kann halt jetzt nicht einordnen, wie viel ich habe an Sammelsurium. Ich guck nochmal. 29. Na gut, da können wir direkt das Licht wieder ausschalten. Gehen mal von hinten rein. Hihi. Ja, da stottert doch schon wieder einer vor sich hin. Also.
Warum ist denn hier nicht geklärt? Maximal belastend. Konzentration, wir müssen looten. Genau deswegen. Ist das wirklich, alles muss man selber machen. Ja, ist ja wirklich so. Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken. Die Brandmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Ich hoffe, ihr sterbt alle. Wahrscheinlich passiert sein wird. Alle hopsch gegangen. Guck mal, da kann man über die Mauer hüpfen. Ah ja. Das ist ja insane. Halt die Frage, ob wir da rein möchten. Da sind drei hier drin. Frage ist, gibt es da was zu holen? War jetzt nicht so clever. Das gebe ich zu. Da müssen wir uns wohl leider mal totschlagen lassen. Also das war ja... Naja, das war jetzt nicht so gut. Ja, nicht so gut gelaufen. Wo hat denn der gespart? Ach du Scheiße! Ich hoffe, der hat das gemacht, als wir aus dem Fenster gesprungen sind. Klingt auf jeden Fall so. Nur mal kurz vergewissern. Doch, hier war die abgefuckte Kellertreppe. Es sind auch noch beide auf der Straße, oder was? Das ist ja ein Traum. Schleicht dann noch so ein Guppi rum, ne? Konzentration. Oder haben wir die jetzt beide gleich direkt gehabt? Oh, jetzt ist meine Nahkampfwaffe im Arsch. Toll, 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 toll.
So, wo war denn jetzt dieser blöde Shop? Hier? Richtig ärgerlich. Das hätte nicht sein gemusst. Müssen wir ja eh durch. Ein echter Tattoo-Laden. So, diesmal stellen wir es ein bisschen schlauer an. Ich weiß nicht, ob das hier random spawnt, das Zeug, aber scheinbar nicht. So, diesmal legen wir das Scheißding ein bisschen weiter hinten, damit wir nicht direkt mit in die Luft fliegen. Machen wir hier so eine kleine Barriere, damit sie noch nicht durchmarschieren. Waren doch mehr als drei. Waren vier, ne? Eins, zwei, drei, vier, ne, fünf sogar. Sieht aus, als wären die hier Jahre gewesen. Oh, na Mensch, guck doch mal, ein Safe. Jetzt müssen wir noch die Safe-Kombination finden. Hey Tom, check the car door. Need more 90s. Bräuchte einen Hinweis, ne? Für den Safe. Wäre ganz cool. Das Scheißding nehme ich nicht auf. Ah. Der gleiche Dingens da drüben hing. Das ist ein Traum. Mann, ey, ich brauche hier. Jetzt brauche ich auch noch eine neue Nahkampfwaffe. Jetzt habe ich hier total das geile Loot aufgetan, aber komm nicht ran. Kann ich mir das aus den Fingern saugen oder was? Brauchen wir gar nicht so versuchen. Das ist sicher noch ein Hinweis. Hoffe ich auch. Das heißt, wir müssen aber erstmal die ganze Stadt abgehen, ne? Wir hoffen, irgendwo einen verschissenen Zettel zu finden, wo die Kombination draufsteht, wenn es gut läuft. Was Glück hat er hier irgendwo gearbeitet, gewohnt, meine ich.
Finden wir vielleicht was. Hätte auch immer noch eine Nahkampfwaffe. Mittlerweile würde ich ja sogar eine Holzplanke nehmen. Bin jetzt nicht so verwöhnt. Hier rödelt doch irgendjemand rum, ich höre das doch. Noch mehr. Noch besser. Nur noch eine Bombe, ne? Den lautlos auszuschalten wäre natürlich ein Traum. Natürlich zugeschlossen. Das hören? Ja, er ist schon ganz aufgeregt. So, hier steht doch sicherlich der Safe-Code drauf. Uli, es war Boris. Ich habe gesehen, wie er die WLF-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet, aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance, wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal drüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute entdecken. Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt. X. X. Wie ging das Lied nochmal? Ihr wisst, welches ich meine. X. Die mit Tuse. Ja, ich lasse es lieber. So kann man das Ganze auch auflösen. Na, keine Ahnung, dass da so eine splitternde Scheibe die so zieht. Ja, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt, wa? Ah. Ah. Gut. Na endlich. Jo, wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen, aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst ein, sonst kommt er deswegen noch 10-mal. Die Kombination ist 30, 82, 65, sorry. Jemand muss mit seiner Frau reden, ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt, aber wir müssen dir den Tatsachen ins Gesicht sehen. In der WLF-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht, außer Boris, aber scheiß auf den. 30, 82, 65.
Raus. So ein Zufall direkt neben der Werkstatt, oder? Wir noch nicht hinwollen. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss. Wie komme ich zu der Treppe? Wir wissen doch, wie wir dahin kommen. Falsch. So, jetzt aber. Noch in die falsche Richtung gedreht. Essig. Von 80, 65 war es, ne? Ah! Gedächtnis wie ein Elefant. Babe Girl. Nen Gürtel! Was? Kann ich mir endlich mal die Hosen zumachen, oder? Ein Gewehrholster, ein Mensch. Das war doch geil. Ja, Mensch. Endlich. Könnte man doch ein größeres Magazin machen, wa? Ah. Konnte dir keine Komplimente machen, musste mich aber wenig auf die Übung konzentrieren. Ah, du hast bestimmt alles toll gemacht. Ja, danke schön. War das Blutbad in der Tür? Das hast du nicht mitbekommen? Wie ich die krass weggesprengt und weggeschossen habe? Boah, da hast du was verpasst, mein Lieber. Da hättest du noch von dem Großen lernen können, ja. Was ich mich jetzt frage ist, warum ist da so ein Container? Muss man den einfach nur runterrollen oder kann man den noch irgendwo hinschieben? Zum Beispiel auf das Dach zu klettern. Entschuldigen Sie, ich muss mal hier durch. Tut mir leid. Ach ne, hier ist eine Kante, da kommt man nicht rüber, ne? Ja. Können ihm noch ein bisschen übers Gesicht fahren. Nur. Hier echt nicht. Komm schon, mit Schwung. Okay, dann halt nicht. Zeig mal das Replay. Ich hab's nicht gespeichert. Muss dir später im Wort angucken. Jetzt habe ich immer noch keine Nahkampfwaffe. Da wir den Weg gehen mussten, gehe ich mal davon aus, dass wir anders nicht da hochkommen. Bis zu welcher Minute springen? Ich glaube, das geht bei Twitch gar nicht, oder? Das geht nur bei YouTube, dass man im laufenden Stream zurückspringen kann. Jetzt wirklich? Unglaublich. Nur für den Fall. Gut gezielt. Ach, jetzt können wir auf einmal Pfeile aufsammeln, ja? Vorher ging das nicht. Oder waren die alle kaputt? Mann, da stehen so viele Stühle einfach zu zerkloppen, da hast du eine Nahkampfwaffe. Ja! Wenn das gehen würde, würde ich das so machen, aber es geht ja leider nicht. Wow. Was war das? Explosion.